Midaki Pavasana. Eine Vorwärtsbeuge, die gleichzeitig Hüftöffner ist. Vishnu Prema, Yogalehrerin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz beugst du die Knie etwas, gibst die Fersen zusammen und hältst die Zehen auseinander. Dann beugst du dich nach vorne und gibst die Stirn Richtung Fersen. Dieses Mitaki Pavasana. Du kannst dabei die Hände auf den Boden geben. Diese Stellung ist höchstwahrscheinlich benannt nach einem Yogi, der Mitaki Pava heißt oder hieß. Und diese Stellung hilft, Hüftgelenksflexibilität zu entwickeln, was für die Lotusflexibilität sehr gut ist. In Midaki Pavasana bist du auch gut verbunden mit der Erde. Es ist eine erdende Stellung, sowohl die Hände auf dem Boden, Kopf Richtung Boden, Becken gut auf dem Boden. Und so kann das helfen, dich zu verneigen zur Erde und dich gut zu erden. Mehr zu diesem und allen anderen Asanas auf wiki.yoga-vidya.de.